Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist, der Wischmopp ist zerbrochen. Oh, Mensch. Na, so ein Jammer aber auch. Jetzt haben wir nur noch ein paar grüne Haare. Gut, hier ist ein Loch auf jeden Fall. Da fehlen wahrscheinlich dann die Steine. Können wir den vielleicht da wieder einsetzen? Zapperlott, der Stein hält nicht. Und nun? Okay, das scheint also ein etwas größeres Rätsel hier zu werden. Die Lampe. Der Mob. Ah, und jetzt haben wir die Mob-Stange. Jetzt können wir vielleicht hier mit dem Phosphor einmal hier hin. The Candy Shop. Da, 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 da. So. Da rein. Zuckerwattemaschine. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 mm nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Es sind alles Primzahlen. Ja, 2 ist auch eine Primzahl. Oder, ach so, jetzt, ja, 1 und 3, ja, ja. Hier steht, des zu wattenden... Nochmal. Nee, das ist... Wer hat den? Darf 2 mm nicht überschreiten. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. So, jetzt haben wir den ja. Jetzt können wir hier... Jetzt haben wir eine Phosphor-Zuckerwatte und die können wir jetzt vielleicht mit dem beleuchteten Torbogen benutzen. Damit der Phosphor zu leuchten anfängt. Hey! Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. So, jetzt haben wir leuchtende Phosphorzuckerwatte, die jetzt vielleicht in der Nische Platz findet. Vielleicht können wir jetzt hier irgendwas ersehen. So, wir schließen mal. Und jetzt... Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und boah, ich bin dabei. Boah, wie gemein. Okay. So, wir nehmen die Zuckerwatte. Jetzt vielleicht hier nochmal auf der anderen Seite. Hier haben wir ja auch noch was. So, was das zeigt... Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Grilldonnerstag, sehr geil. So, jetzt aber das einzig... Oh, nein, die Klappe wollte ich haben. Jetzt aber das, weswegen wir eigentlich hier sind. Nämlich hier das defekte Mosaik. Vielleicht die Nachricht von Rufus' Vater. Und das Mosaik zeigt? Das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mist. Okay, aber wir haben ja hier den Mosaikstein, den können wir vielleicht mit Kaugummi... Der Kaugummi klebt noch nicht richtig. Er ist zu trocken. Okay, warte, das können wir... Da steht ja gar keine Geschmack. Stattdessen ist hier mit Hut... Alles rein, Rufus, der kann höchstens 20 Jahre alt sein. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. So.
das sieht doch schon mal gut aus. Rein damit. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. So geil. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Yes. So, kann man die auch drehen? Was ist das nach oben? Warte mal gucken. Ah, man kann die auch drehen. Ich glaube, der gehört nach hier. So, da brauchen wir irgendwas Spitzes. Ach so, Rätsel, die mag ich ja. So, hier müssen wir irgendwas haben mit einem... Nee, ich suche mehr sowas wie... War das der gelbe, der hier so schön reingepasst hat? Nein, das war irgendein roter. Der hier hat, glaube ich, hier sehr gut reingepasst. Sowas in der Form, aber mit einem Strich, den da. So, dann brauchen wir noch einen mit einem Strich hier. So. Jetzt, da unten ist auch noch irgendwas mit so einem Zacken. Das könntest du hier... Nee. Ich fange ja immer am Rand an. So, warte. Der könnte schon mal nach da. Dann brauchen wir einen mit viel Dunkel. Nee. Hier fehlt auch noch was mit Rand. Hier unten fehlt noch was mit Rand. Hier fehlt noch was mit viel. Ah, das könnte der hier sein. Nee. Der könnte aber nach hier. So. Der mit viel, der könnte... Nee. Nee. Nee, nee. Da ist der mit Rand, der gehört nach hier. So, dann müsste einer mit einem Strich... Auch das ist ja genau meins. So. Nö. Was ist denn das hier für einer? Ach, das ist der mit dem Kaugummi. Das Teil, was alles zusammenhält. Der nach da. So, der hier. Der hier könnte in der Tat nicht so sehr achten darauf. Nein, den noch nicht. Hier brauchen wir aber irgendwas mit einer Ecke, so. Nee. Eher so. Vielleicht der gelbe. Nein. Der da. Nee. Nee, es muss irgendwas... Das hier könnte... Nein. Das hier müsste... Nein. Nein, das hier gehört hier unten hin. Definitiv. So, dann brauchen wir hier noch... Das mit viel... Das könnte tatsächlich noch hier, nee. Das könnte. Nein, 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 nein. So klappt das nicht. So, der passt hier auch nirgendwo rein. Doch hier. Nee, nee. Ich denke, den brauchen wir gleich. Haben wir einen mit drei Striche. Kann ich jetzt noch gar nicht so... doch so könnte der eventuell... Nee. Ach guck mal, die bleiben dann hängen, wenn die passen. Dann haben wir ja bis jetzt hier wirklich saubere Arbeit geleistet. Möchte ich nochmal kurz hier vermelden. Der muss natürlich nach hier. Der muss natürlich nach hier. Der passt auch hier perfekt hin. Nee. Es fehlt was am Spitzchen. Nun, der könnte... Nee. Na, jetzt wird es aber langsam hier ein bisschen, ne? So hatten wir schon, oder? Nee, jetzt passt es. So, hier haben wir also irgendwas V-förmiges mit einem dicken Strich. Ich denke, der mit dem Spitzchen, der muss nach hier. Nee. Also hier wird sich ja irgendwas wie ein Dreieck ausbilden. Vielleicht den so. So, nee.
Nee, der passt im Moment zu gar nichts. Der könnte hier hin. Nee. Vielleicht. Nee. So. Nee. So. Nee. Wartet bitte. Ich liebe solche Rätsel. Ich möchte dieses Rätsel auf jeden Fall lösen. Der könnte aber nicht hier unten hin. Das da habe ich gesucht, Mensch. So. Jetzt brauchen wir irgendwas mit einem... Jetzt könnte der hier eventuell zum Einsatz kommen. Ja. So, hier fehlt jetzt noch was mit zwei Striche. Zwei oder drei Striche. Entweder der. Boah, das sieht sehr gut aus. So, dann fehlt hier noch einer mit mehreren Strichen. Der könnte so rein. Dann könnte der hier... Na? Nee. Nee. Eventuell so? Nee. Nee. Der passt dahin. Der hier passt noch gar nicht. Der da müsste jetzt aber nach hier. So, dann haben wir den. Der muss hier hin. Eins fehlt doch, wie das aussieht, oder? Der, nee. Der müsste so. So. Oh, scheiße. So. Ah, der kann anscheinend erst ganz zum Schluss eingesetzt werden. Aber es fehlt doch was. Der muss nach hier. So, und jetzt haben wir ja für den im Endeffekt nur eine Position, wie der rein kann. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Nein. Aber es ist doch... Was macht denn dieser Knopf hier? Ah. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Okay, das heißt aber, wir haben irgendwo einen Fehler gemacht. Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Aha. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Och, Rufus, aber hier ist ein Sicherungskasten. Und hier ist eine Taschenlampe. Und hier sind zwei Sicherungsschalter. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Nicht nötig, das Passwort. Okay, ja, das hat auch ganz gut geklappt. Wahrscheinlich fehlt jetzt aber Öl. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ach ja. Und hier ist die weiße Fahne gehisst worden. Soweit, so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Oh weh. Oh, das passt nicht. Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Zuerst holen wir die weiße Flagge wieder ein.
So, was haben wir hier noch? Hier ist das Notboot. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Warum eigentlich nicht? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da die Reste von Rufus' Vater drin liegen könnten. Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. So, was haben wir da noch? Hier ist noch ein Schnörkel. Flangmast. Da oben ist Elysium, Freunde. Da oben ist Elysium. Ich war noch nie so nah dran. Ist das hier ein Automat? Hier ist der Flangmast. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. So, und hier ist ein Schnörkel. Vielleicht... Puh. Was können wir denn mit dem Schnörkel machen? Haben wir noch was hier? Hebel, das Notboot und Elysium. Mein Katapult hatte eine ähnliche Form. Ah, nur, ja. Dass Menschen reinpassten. So, da haben wir hier die Flagge, wir haben das leuchtende Phosphor, wir haben die Taschenlampe. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Genau. So, dann haben wir hier noch die Flagge. Könnten wir jetzt hier den... Nee. Okay, wir haben den Kieselstein, wir haben den Schnörkel, wir brauchen noch irgendwas Zähes wahrscheinlich. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Okay. Na, müssen wir mal gucken. Wir brauchen noch irgendwas wie ein Gummiband. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Oh nein, der kommt jetzt genau da vorbei. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen.